Herzlich willkommen zu einem neuen Video im SHK Info YouTube Channel. Es geht hier in dem Video mit dem Teil 3 weiter zur Trinkwasserhygiene. Da möchte ich mich beschäftigen mit dem bestimmungsgemäßen Betrieb. Und dabei geht es einfach nur darum, der Betreiber einer Trinkwasseranlage, wie hat er diese zu benutzen, damit aus der Entnahmearmatur immer sauberes und frisches Wasser kommt. Problem ist ganz einfach, wenn wir längere Zeit Armaturen oder Zapfstellen im Haus nicht benutzen, dann kommt es zu Stagnation in den Rohrleitungen. Und während das Wasser, das Trinkwasser in den Leitungen stagniert, können sich Keime und Bakterien wunderbar vermehren. Die brauchen nämlich immer Ruhe und ein bisschen Zeit und dann können die sich vermehren. Das ist das Problem. Und damit das für uns nicht zum Problem wird, sollte man ganz einfach gesagt alle Armaturen im Haus regelmäßig benutzen. Und das ist schon der bestimmungsgemäße Betrieb. Bedeutet, jede Armatur sollte spätestens nach einer Woche mal benutzt werden und das stagnierende Wasser aus der Leitung komplett ausgetauscht werden durch frisches Wasser. Das heißt spätestens nach 7 Tagen. Optimal wäre natürlich, wenn das öfters passiert. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich mir morgens meinen Kaffee koche mit einem Vollautomaten, der hat ja immer diesen kleinen Wasserbehälter, den tausche ich morgens einmal aus, kipp den weg. Und wenn ich dann zum ersten Mal morgens die Küchenarmatur öffne, lasse ich erstmal einen Schluck kaltes Wasser laufen. Der ist meistens so lau, handwarm, sag ich mal. Und nach ein paar Sekunden kommt so richtig eiskaltes Wasser. Das kann jeder auch selber mal ausprobieren zu Hause. Und ab dem Moment weiß ich, das ist jetzt wieder frisches Wasser, was nicht abgestanden aus der Leitung ist, sondern vom Wasserversorger frisch angeliefert worden. Und das kann ich benutzen, um morgens meinen leckeren Kaffee zu kochen. Denn da weiß ich, sind keine Keime und Bakterien drin. Und ungefähr so muss man sich das jetzt für alle Armaturen denken. Problematisch sind zum Beispiel auch Badewannen, die werden auch sehr selten benutzt. Hier vielleicht einfach einmal in der Woche, wenn man sie sauber macht, auch wirklich die Armatur benutzen und das Wasser komplett austauschen, sodass wir keine Verkeimung in der Trinkwasseranlage haben. Auch Außenzapfstellen, die nur 6 Monate im Jahr benutzt werden und dann ein halbes Jahr wieder nicht, sind sehr problematisch. Hier sollte eine Absperreinrichtung direkt am Verteiler sein, wo man dann die komplette Leitung absperren kann, im Idealfall getrennt mit einem Systemtrenner. Weitere Armaturen, wo man immer mal aufpassen muss, sind so Ausgussbecken, die werden nicht häufig benutzt. Da einfach regelmäßig auch mal in den Keller gehen und auch die Armaturen benutzen. Es gibt dann auch schon mal versteckte Armaturen im Haus, an die man erst gar nicht denkt. Beispiel Partykeller, da hat man ein kleines Spülbecken drin und wenn da mal die Silvesterfete stattfindet, kommt man da wieder hin. Aber auch diese Becken sollten regelmäßig benutzt werden, diese Armaturen. Also einmal mit offenen Augen durchs eigene Haus gehen und nachschauen. Und irgendwann, wenn man dann mal in den Urlaub fahren sollte und man ist wirklich mal für 2 Wochen weg, was macht man dann? Am besten ist es hier direkt am Wasserzähler die Hauptabsperreinrichtung absperren und im ganzen Haus Wasser abstellen. Und sobald man wieder zurückkommt, kann man das wieder aufdrehen und dann am besten alle Armaturen im Haus nacheinander einmal ordentlich spülen, wirklich 5 Minuten das Wasser laufen lassen, dass das gesamte System im Haus komplett gespült wird. Wenn man längere Zeit nicht im Haus ist, sagen wir mal zum Beispiel 6 Monate Stillstand, auch da sollte man das Wasser abstellen. Anschließend macht es Sinn, auch zu spülen und eventuell eine Probe, eine mikrobiologische Probe machen zu lassen und anhand des Ergebnisses vielleicht zu entscheiden, ob eine Desinfektion des Rohrleitungssystems notwendig ist und eventuell durch den Fachhandwerker das durchführen zu lassen. Das gibt verschiedene Arten, solche Systeme zu reinigen von innen. Sollten Anlagen wirklich dauerhaft nicht benutzt werden, ich sag mal, das Haus steht wirklich ein Jahr lang still, dann sollte die Leitung an der Straße vom Wasserversorger abgetrennt werden und dauerhaft stillgelegt werden, damit hier keine Verkeimung im Haus sich ausbreiten kann auf das städtische Netz. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, also einfach darauf achten, regelmäßig benutzen die Trinkwasseranlage, damit frisches Wasser an den Armaturen immer anliegt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein klein wenig helfen und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder abonniert am besten gleich den ganzen Channel, das könnt ihr direkt hier machen.